Hallo, ihr Lieben. Ja, diese Woche war ich jetzt leider jeden Tag unterwegs. Es ist auch so, bei mir gibt es noch einen Beruf und ein Leben neben dem Videomachen. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass es diese Woche kein vollformatiges Video gibt. Es fällt mir wirklich schwer, euch kein Video zu bringen. Das tut auch mir weh. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Inzwischen hat es hier unheimlich angefangen zu schneien und man bekommt eigentlich fast schon wieder ein bisschen Weihnachtsgefühle und da hatte ich doch tatsächlich ein Paket in der Post, auf das ich schon sehr lange gewartet habe. Dabei geht es um etwas, das mir sehr wichtig ist. Und als Entschädigung für das heute ausfallende Video mache ich hier eine kleine Vorschau. Viele von euch haben mich in den Kommentaren oder auch sogar über Mail gefragt, was denn eigentlich für den FM300A der ideale Vorverstärker wäre. Ja, und wie viele von euch sicher auch schon herausgefunden haben, gibt es einen Klon des dazu passenden Vorverstärkers. Jetzt ist es aber so, dass wir den auch schon ausprobiert haben und es da Probleme mit Brummschleifen gibt. Also ich bin von diesem Klon, Vorverstärker-Klon, jetzt nicht so überzeugt. Ich habe mich hier etwas länger auf die Suche gemacht nach einem Vorverstärker, der einfach alle Bedingungen erfüllt, die mir wichtig sind, um ihn als idealen Vorverstärker für die FM300A Endstufe zu empfehlen. Und heute gibt es eine kleine Vorschau auf das, was ich gefunden habe und wo ich wirklich, wirklich happy bin damit. Und als Sahnetüpfchen machen wir das Ganze als Sound-Sample. Das heißt, ihr hört diesen Vorverstärker an der FM300A Endstufe und an der Petit spielen. Ich hoffe, das gefällt euch. Ja, dann viel Spaß.